schön. Sehr lieb, schon die ersten Kindchen. Hey, die Gage. Dankeschön. Vielen Dank. Gary Seidel. Dankeschön. Hurra. Wow. Danke. Gary, kurze Frage. Die Lydia hat ja zu Beginn, also mir erzählt, sie ist lustiger als du. Ja, das ist ihre Wahrnehmung. Ne? Ist das so ein bisschen eine Hassliebe? Oder wie? Mit Sicherheit. Ich habe ja, ist sie noch da, die Lydia? Ist sie schon angefallen? Lydia? Darf ich? Lydia? Da, schau her. Oh, hurra, sie ist noch da. Großer Applaus. Gott sei Dank. Also, was ist da jetzt? Eigentlich bin ich schon außer Dienst. Was ist da jetzt los? Bist schon aus deinem Pyjama. Ich habe... ja, knapp. Darf ich kurz die Gelegenheit nutzen? Ich möchte ganz kurz... So ist wir haben das ja, untereinander. Wir haben im Fernsehen diese Sendung, wir moderieren ja die ZIP 2, wenn Sie das... Nein, noch nicht. Wir haben diese Sendung und das wird immer so aufgebaut, darum auch die Frage, ob das so eine Hass... Los, das greift das nicht aus, das wird rustig. So, pass auf, das gibt es... Ding. Das ist so neidig, oder? Nein, ich bin nicht neidig, ich bin ein Dings, Alkoholiker. So. Ich habe, dass das so eine Hassliebe ist, die uns verbindet. Das mag stimmen. Und ich möchte aber nur jetzt noch die Gelegenheit nutzen, weil so viele Menschen da sind. Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht und möchte dir das widmen, das Lied. Ein Lied? Willst ja, du mir, Herr Seidel, hör auf. Du bringst, also ja, na, dann höre ich halt auf. Dann kein also Lied. Also, dann, nein, ich möchte jetzt. Ich habe auch völlig unvorbereitet diesen Notenständer da liegen. Na, hör auf! Ja, er hat es auswendig ja, gelernt, ja. Schaut einmal. Ich merke mir keine Texte. So, aber, ja. Jetzt bin ich fast ein bisschen gerührt. Ja, das zu Recht. Also ich muss dir ja auch was sagen. Also ich stehe so wahnsinnig gern mit dir auf der Bühne. Ich meine, der Alessandro war mir lieber, aber es ist Alessandro. Jetzt... Also es ist auch sehr okay mit dir, muss ich sagen. Das ist total lieb von dir. Und ja, ich bin sehr gespannt jetzt. Was wird das jetzt? Steht die da um. Das ist mir nicht recht, wenn du da stehst. Oder? Greifst mir in die Wirbel ein und stimmst mir das nicht. Naja, nein, man muss schon hier, man muss ja oft sagen, was du nicht. Soll ich irgendwo speziell stehen? So, da? Na, ruhig. So, ruhig. Oh, du kannst schauen, ob du mit dem Hammerl auf einem Fuß stehen, auf einem Bein stehen kannst. So? Besser. Schau, Schatzi, ich weiß doch eh. Ohne dich bin ich nur halb so schön. Aber Schatzi, zum Kränken noch kein Grund. Weil lustig sei, kann auch ein schiercher Hund. Schön, oder? Ja. Nein, eine erste schöne Strophe, eine Liebeserklärung eigentlich, ja? Ich bin, also mir, die Tränen stehen mir fast. Ja, horizontal schießt ja, es. Ja, genau. Geht weiter. Nein, er ist großartig, oder? Jetzt steht er da, der Gocke, und hat mir ein Lied geschrieben. Steht er gut da und jetzt da der Kärntner hier. Bringt mein Pferd. Ja. Nein, ist sehr schön. Aber Gary, ich muss dir sagen, ich bin ja auch nicht unvorbereitet. Ah. Ja, ich bin auch nicht unvorbereitet, weil man dachte, das ist eine Riesengelegenheit. Und du weißt ja schon, auch wenn ich dich manchmal kräftig auf der Schaufel habe, und auch wenn mir der Alessandro lieber war, heute bist du da. Und ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, dass du an meiner Seite bist. Und deshalb habe ich natürlich auch für dich eine Liederstrophe. Ist nicht wahr? Ja. Wir haben uns nicht abgesprochen. Schau, Schatzi, ich sage dir, kehrst mir mein Unterwäsch zu mir. Aber Schatzi, weil ich mich so mag, wechsel die Wäsche jeden Tag. Das ist gemein.
Du glaubst vielleicht, du kannst mir ruhen. Ja. Das haben schon andere vor dir wollen. Wirst schon noch merken, dass ich nicht zum Wechseln bin. Du glaubst, du witzelst da mit mir. Derweil, Schatz, witzel ich mit dir. Was wird man, Schatz, um was wird man? Dass ich bin. Schau, Schatzi, du. Na, kannst du bitte spielen? Schau, na, ja, da. Wann fängt es an bei dir? Du musst immer auf 1 und 2 singen. Ja. Weißt du, was das Problem ist? Wenn es vorspielt, so lange ist es auch fad. Er muss noch viel lernen, er muss noch viel lernen. Weißt du, was mir auffällt? Du hast total lange Brüste. Aber die Brust ist auf, erst wenn er die gleiche Menge Eierlikör sauft, dann haben wir alle was dabei, oder? Die Leute wollen heim, geht die U-Bahn fort. Ja, da. Fahrt die überhaupt, ne? Ich hab keine Ahnung. Heute ist Mittwoch. Nein, heute ist Mittwoch, heute nicht. Tut uns leid, sie werden nur eine Zeit da bleiben müssen, gell? Schau, Schatzi, du bist ein Gott. Nur deine Witz kriegt 3 Euro. Weil, Schatzi, hast da leicht doch. Dass außer dir sonst noch wer lacht. Aber ich bin nicht ordinär. Nein, ich bin nicht ordinär. Aber ich bin nicht ordinär. So schaut's halt. Oh. Für sowas gebe ich mich nicht her. Meine Witz sind kurz und haben Niveau. Nicht nur die Witz. Nur deine Pointen vorn ins Klo. Du glaubst, du bist unheimlich gescheit, Baby, du raubst mir Lebenszeit. Nur bei mir hat sowas leider heut keinen Sinn. Du glaubst, du witzelst da mit mir, dabei, Schatz, witzel ich mit dir. Was wird man, Schatz, und was wird man, dass ich bin? Schau, Schatz, weit haben wir's braucht. A China und die Leute haben gelacht, das seid ihr jetzt. Weil, Schatz, nur mit dir bin ich im Lot. Ich brauch dir wieder ein bisschen Brot. Und da das Geld haben wir sehr not. Wir brauchen echt wieder ein bisschen. Schön, dass es euch gibt. Dankeschön. Danke fürs Dasein. Danke. Ich danke dir, meine Liebe. Lydia Brenner-Kasper. Die feinste gegen Österreichs. Hurra. Was für ein Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Danke an das komplette Team. Sensationell, was ihr da aufbaut. Jedes Jahr. Sensationell. Danke. Dankeschön. Lydia Brenner-Kasper, Gary Seiden. Herzlichen Dank. Guten Abend. Applaus. Danke. Bitte, bitte, bitte. Ihr müsst doch mal raus, ihr zwei. Die können sich nicht trennen von euch. Lydia und Gary. Lydia Kasper, Brenda Kasper und Gary Seidel. Danke. Sehr genial. Herzlichen Dank. Das Best-of von den beiden gibt es dann morgen zum Nachhören
in der Radio 88.6 Morgenshow von 6 bis 9. Und ein kleines Dankeschön gibt es dann noch für Sie am Heimweg. Nicht gleich davonlaufen, beim Ausgang noch ein kleines Giveaway holen von Nivea, Cubo, Pringles, Rittersport, Baileys plus eine aktuelle Ausgabe der Kronenzeitung. Morgen begrüßen wir dann die Comedy-Hirten und Stefan Haider. Es gibt noch Restkarten, schauen Sie einfach auf die Facebook-Seite und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Wenn Sie es in dieser Woche aus unerfindlichen Gründen nicht mehr schaffen sollten, dann spätestens nächstes Jahr vom 23. bis 28. Juli wieder hier beim Kabarettfestival 2018. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen. Dankeschön.